Hey Leute, ich bin's Kim. Kennt ihr das, dass ihr eigentlich nur mal möchtet, dass eure Wimpern schön nach oben gebogen sind, aber stattdessen gucken die einfach nur stur geradeaus runter? Ich kenne dieses Problem und habe auch schon so viele Sachen ausprobiert wie Wimpernserum und irgendwelche Vaseline, die ich mir jeden Tag morgens und abends auf die Wimpern schmieren muss, damit die mal wachsen. Alles von so Beauty-Gurus gehört, die gar nicht funktionieren. Und deswegen bin ich dann auf ein Video gestoßen, die ich eigentlich schon vor einem halben Jahr gesehen habe, und zwar von Mami Seelen, die so einen Wimpernformer gekauft hat. Und ich muss sagen, ich war mir ein bisschen zu geizig, mir das zu kaufen, obwohl ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, es ist voll teuer, aber ist es gar nicht. Es war nur 20 Euro, aber trotzdem habe ich es irgendwie nie eingesehen, dieses Teil zu kaufen, weil ich irgendwie auch nicht daran geglaubt hatte, dass es wirklich so gut ist. Aber so letzte Woche habe ich das dann mal im Internet gesehen und habe mir dann mal gedacht, ach komm, kaufst du dir das einfach mal. Vielleicht ist es ja wirklich gut. Und wenn es nicht gut ist, dann, ja, Pech gehabt. Auf jeden Fall sieht so dieser Wimpernformer aus. Es ist von Backstage und darunter steht auch noch Profi-Make-up. Und ich finde wirklich, dass es so ein Profi-Teil ist, weil ich habe noch nie so schöne Wimpern hinbekommen wie mit diesem Wimpernformer. Und ich bin jetzt eigentlich schon froh, dass ich mir den gekauft habe. Und 20 Euro ist eigentlich echt nicht viel. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so angestellt habe, weil es ist halt so ein Teil, den man lebenslänglich benutzen kann. Man muss halt immer nur Batterien kaufen. Und Batterien sind ja jetzt auch nicht so teuer. Vor allem, wenn ich noch zu Hause wohne. Kauft es meine Mama, ja? Spaß. Ich kann es mir auch selber kaufen, aber wie gesagt, Batterien sind jetzt nicht so teuer und von daher finde ich, lohnt sich es sich doch, diesen Wimpernformer zu kaufen, um so schöne, glamouröse, dramatische Wimpern hinzubekommen für den Alltag oder auch zum Feiern. Auf jeden Fall sehen die Augen damit ja auch immer schöner aus, als wenn die so stur geradeaus runter gucken. Wenn ihr den Deckel aufmacht, habt ihr hier an der Spitze eigentlich nur so Rillen, wo sich nachher die Wimpern drauflegen und darunter ist so ein Draht, was sich erwärmt. Und an der Seite habt ihr so einen An- und Aus-Knopf. Wenn ihr es anmacht, logisch, dann wird es halt warm und könnt dann damit biegen nach 15 Sekunden. Das Gute hier dran ist, wenn ihr den Deckel wieder drauf macht, müsst ihr gar keine Angst haben, dass ihr das noch auf Versehen angelassen habt, denn wenn ihr den Deckel zumacht, drückt es dieses An- und Aus-Knopf automatisch auf Aus. Das heißt, gefahrenlos, es kann hier drin irgendwie nichts passieren, denn ihr macht automatisch aus, wenn ihr den Deckel drauf tut. Ich glaube, dieser Wimpernformer hat genau gesagt 18 Euro gekostet. Wenn ihr den auch haben wollt, einfach unten in die Infobox klicken, da habe ich den Link für euch. Dann könnt ihr euch den auch nachbestellen. Und falls ihr nicht wisst, ob ihr den gleichen gekauft habt, hier ist die Verpackung, so sieht die aus. Einfach nur weiß und da steht dann Thermoformer drauf. Thermo-Wimpernformer drauf. Und eigentlich könnt ihr nichts Falsches machen, weil ich glaube, da gibt es nur die eine Form von Backstage. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, wie man diesen Wimpernformer anwendet. Let's go! I'm watching you. Okay, als erst benutzt ihr die Wimpernzange und biegt eure Wimpern erstmal nach oben. Ich weiß, wir haben danach eigentlich diese Wimpernformer, aber trotzdem, da wir Asiaten und auch manche Deutsche nicht so schöne Wimpern haben, die so nach oben gewellt sind, müssen wir erstmal davor die Wimpernzange benutzen und halten die erstmal 10 Sekunden lang so fest. Und wenn die 10 Sekunden vorbei sind, benutze jetzt eure Mascara. Ich benutze die von Art Deco und tusche erstmal meine Wimpern. Danach wartet ihr ein bisschen, bis die Wimpern ganz getrocknet sind. Die dürfen also nicht nass sein. Und dann benutzt ihr den Wimpernformer. Ich zeige das jetzt auch nochmal von der Seite. Also so sehen meine Wimpern aus, wenn die noch nicht gebogen sind. Und deswegen benutze ich jetzt erstmal die Wimpernzange wieder. Und halte sie wieder 10 Sekunden lang fest. Jetzt seht ihr, dass sie schon so ein bisschen gebogen sind. Und jetzt benutze ich die Mascara noch. Und jetzt wartet ihr, bis die Mascara ganz getrocknet ist. Damit ihr auch nachvollziehen könnt, dass dieser Wimpernformer wirklich gut ist und nicht, dass ich nur Mist labere, zeige ich euch das jetzt mal an meinen Wimpern. Und ihr seht ja, ich habe eben meine Wimpern schon mit der Wimpernzange hochgebogen und auch schon mit der Art Deco Mascara getuscht. Aber ihr seht auch, dass meine Wimpern langsam wieder nach unten gucken und so stur geradeaus zeigen. Und deswegen zeige ich euch jetzt, warum dieser Wimpernformer ein Must-Have in eurem Beauty-Beutel ist. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an.
Ich zeige euch das jetzt erstmal von vorne. Also ihr nehmt euch diesen Wimpernformer und dann legt ihr es euch an den Ansatz eures Wimpernkranzes und biegt die dann so nach oben. Und dann haltet ihr es 15 Sekunden lang fest. Und das Teil ist nicht so heiß, das ist nur lauwarm, sagen wir es mal so. Und von daher brennt es auch eigentlich eure Wimpern nicht weg. Und nach 15 Sekunden nehmt ihr euren Finger und ersetzt diesen Wimpernformer durch euren Finger und hält es nach oben weiterhin fest, bis es abgekühlt ist. Und wenn es abgekühlt ist, sieht es dann so aus. Ihr seht, es ist mega schön nach oben gebogen. So bekommt ihr es mit normaler Wimperntusche und mit einer normalen Wimpernzange nicht hin. Und ich finde, die Augen sehen so auch viel besser aus, wenn die Wimpern so mega schön nach oben gebogen sind. Damit es innen genauso schön aussieht wie außen, legen wir auch nochmal hier innen den Wimpernformer am Wimpernkranz an und warten 15 Sekunden. Und dann ersetzt ihr euren Wimpernformer wieder durch euren Finger und hält es nach oben, bis es abgekühlt ist. So, ihr nehmt euch euren Wimpernformer und legt es innen am Wimpernkranz an und wartet. Und wartet, bis es abgekühlt ist. Und wenn es abgekühlt ist, sieht es dann so aus von der Seite. Also ihr seht schon den mega krassen Unterschied von vorher und nachher. Und das blende ich euch jetzt nochmal ein, damit ihr es auch wirklich nochmal den genauen Vergleich habt. Jetzt wisst ihr, wie ihr schön geschwungene Wimpern bekommt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, bitte. Und wie immer, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, ich würde mich über ein Abo freuen. Einfach unten auf den Button klicken. Und ja, hinterlasst mir was in die Kommentare. Ich liebe euch. Bye!